Liebe Bürger, liebe arbeitende Menschen, Unternehmer, Klein- und Mittelstand, Kleinstunternehmen. Eins der Kernprobleme unserer Zeit, unserer Gegenwart und Gesellschaft besteht darin, dass immer weniger Arbeitende immer mehr Nicht-Arbeitende versorgen müssen. Liebe ASU-Mitglieder vom Aktionsbündnis Sächsischer Unternehmer und befreundete Unternehmer bis Verbände bis nach Bayern, Schwaben, Schweiz, Österreich. Ihr wisst, wen ich meine, wir sind gut vernetzt. Heute möchte ich wieder über Probleme berichten. Ich berichte ja immer wieder über Bücher, über Wirtschaft, Kultur. Ich habe also 15 Videos über Uwe Tellkamp verfasst mit seinen Büchern, mit dem Turm und der Schlaf in den Ohren, über den Weißen Hirsch und die Industriegeschichte Dresdens und vieles andere mehr. Und heute, ich habe auch schon berichtet über das Oktan von Dr. Malke, wunderbare Zeitschrift, und über das Buch zu 500 Jahren Industriekultur in Sachsen und auch von Professor Peter Kirschberg, Plaste, Blech und Planwirtschaft, sehr zu empfehlen, komme ich nochmal drauf. Heute möchte ich aber berichten über dieses Buch vom Dr. Hermann Golle, der große Wirtschaftstransfer von Ost nach West nach 1945. Tausende Ostbetriebe bauten den Westen auf. Ein ganz kurzer Überblick, weil das betrifft unsere Gegenwart ganz besonders. Und zwar, ich halte ja Vorträge dazu bei Wirtschaftsforen, Symposien, vor Steuerberatern oder vor arbeitender Bevölkerung. Die meisten wissen es immer noch nicht, dass wir in Sachsen eine sehr kleinteilige Wirtschaft haben. Die Konzerne und werden hofiert, ne? Und bei uns ist aber maßgebend der kleine Mittelstand, der 66% des Bruttosozialproduktes erwirtschaftet, der 78% aller Auszubildenden ausbildet und der die Steuern zahlt. Eben nicht die Konzerne, nicht Daimler, Mercedes, Telekom, wie auch immer. Was dazu kommt noch bei uns in Sachsen, wir haben, das wissen die wenigsten, wir haben Kleinstunternehmen, das sind Mitarbeiter von 1 bis 10 Unternehmen, Mitarbeiter, also pro Betrieb 1 bis 10 Mitarbeiter, und das sind, die machen 87% aller Unternehmen in Sachsen aus. So kleinteilig ist Sachsen. Hat ganz viele Ursachen. Mit diesen fleißigen und engagierten Unternehmern und Menschen, und ein Teil wird halt hier drauf bezogen. Und das Buch zeichnet den Aufbau im Westen und den Niedergang im Osten weltweit bekannter Firmen nach wie Wella, Mende, Audi, Chlorodont, Villeroy und Boch, Odol, Leifheit und Kaiser, aber auch alle Leipziger Verlage wie Breitkopf und Hertel, Brockhaus, Reklam, Teubner und andere. Besonders auch die großen Chemnitzer Maschinenbauer wie Wanderer, Fauter, Reiniger. Ich habe direkt neben Reiniger gewohnt, auf der Bernhardstraße. In Gelände ausgezeichnet, ich habe ja die Unterlagen als Bauingenieur betreut, ausgezeichnet auf der Weltausstellung, ich glaube jetzt 1892 oder 93. Gelände damals wie VW Wolfsburg, aber damals schon, ne, vor der Jahrhundertwende, mit moderner Kläranlage, mit Garten für die Mitarbeiter, Brunnen und Park und ganz hohen Stand. Einschließlich der Textilhersteller wie Elbo, Rogo, Arbor, Pastel, RG, Uli bauten im Westen neu auf. Und hier ist bis so viel passiert, dass es bis heute Auswirkungen hat. Das ist heute der erste Teil, wo ich berichte,
weil sonst führt das zu weit. Ich kann immer noch ein paar Auszüge bringen, die wichtig genug sind. Und zwar jetzt als Beispiel: Wir hatten ja mal eine sehr reiche Industrieregion. Bayern war damals ein Armenhaus um die Jahrhundertwende und dort gab es keine Industrie. Und da komme ich im zweiten Beitrag dazu. Hier ist praktisch dargestellt jetzt, dass noch kein Flächenland, und zwar aus dem Jahresbericht der Bundesregierung, 30 Jahre nach der Wende, dass der Stand der deutschen Einheit ernüchternd erschreckend ist. Noch kein Flächenland der neuen Bundesländer habe das Niveau des westdeutschen Landes mit der niedrigsten Wirtschaftskraft erreicht. Wie soll es hier zu Verbesserungen kommen? Sachsen hat vier große Autowerke, ferner fünf mehrere große Gesellschaften wie die EEX Strombörse, die VNG Gasgesellschaft, das DHL Logistikzentrum in Leipzig, die Wacker Chemie in Nünschritz, die Daimler Batteriefabrik in Kamenz, die großen Dresdner Chipfabriken mit alleine 3200 Mitarbeitern bei GlobalFoundries, mit Müllermilch, eines der größten europäischen Molkereiunternehmen und tausende durchaus bedeutende Mittelstandsbetriebe. Aber fast alle Stammsitze dieser Vielzahl von Unternehmen liegen nicht in Sachsen. Die Gewinne fließen außer Landes. Ist meisten Wirtschaftlern bekannt, meisten Unternehmern aber eben vielen auch nicht bekannt und den Bürgern schon gar nicht. Und nach dem Länderfinanzausgleich LFA führen die Unternehmen die Steuern zentral am Stammsitz ab, auch wenn sie bundesweit Filialen und Niederlassungen betreiben. Wesentlich ist dabei die Gewinnabführung an die Stammsitze der Unternehmen. Nur so lässt sich die geringe Wirtschaftskraft Sachsens und der anderen Ostländer erklären. Täglich arbeiten Sachsen, Thüringer, Anhaltiner, Brandenburger und Mecklenburger Millionen Gewinne für die westdeutschen Firmen und Länder. Und sie arbeiten länger und verdienen weniger. Den ostdeutschen Ländern bleiben lediglich die Gewerbesteuern und manche Wohltaten in den Kommunen. Aber insgesamt bleiben die neuen Länder arm und ein Teil der Presse, voran der Spiegel, kann verkünden, sie schaffen es nicht. Auch nach 30 Jahren Aufbau Ost mit unseren Milliarden liegen die Ostländer bis auf einige Kerngebiete weit zurück. Kein DAX-Unternehmen kommt in den Osten. Die großen milliardenschweren Exilfirmen, die von uns kamen, wie Hauni-Iwella, Alstom, tausende weitere sind westdeutsche, zum Teil ausländische Unternehmen geworden. So fällt die Bilanz sehr durchwachsen aus und es gibt zur Jubelfeier wenig Anlass. Ausgangspunkt war das, was nach dem Krieg hier passiert ist und was Auswirkungen bis heute hat, die wenigsten bekannt sind. Und die auch in der Berichterstattung nicht stimmen. Zum Beispiel, ein weiteres Beispiel jetzt hier. Am 18. April 2019 lief im MDR-Fernsehen ein Film, habe ich selbst gesehen, über den Lokomotivkönig Richard Hartmann. Der Zeugschmied kam 1832 nach Chemnitz, gründete bereits 1837 den ersten Betrieb. Und wir kennen die meisten seiner Erfolgsgeschichte und wurde ab 1848 der Lokomotivenhoflieferant für die gesamte sächsische Eisenbahn. Der Film zeigt dann weiter die Fortführung Spinnereimaschinenbau und mit wenigen Sätzen über die Kriegs- und DDR-Zeit hinweg ist man beim Endstand. Die VEB Spinnereimaschinenbau müsste aufgelöst werden. Die maroden Fabriksäle der riesigen Fabrik werden noch gezeigt. Die Wirklichkeit sah aber anders aus. Das nun sächsische Textilmaschinenfabrik Richard Hartmann AG genannte Unternehmen wurde in den 30er Jahren eines der größten deutschen Werke dieser Branche. 1937 betrug die Mitarbeiterzahl über 2000. In Zusammenarbeit mit anderen Firmen wurde ein riesiger Export in alle Länder realisiert. 1945 enteignet und als VEB fortgeführt, lieferte man vorwiegend
an Ostblock in Entwicklungsländer. Wie es nach 1990 weiterging, ist bekannt, steht ja auch nochmal explizit drin. Aber trotzdem noch ein kurzer Zusammenhang. Trotz der millionenstarken Zuschüsse der Treuhand gelang eine Fortführung nicht. Die Altlast aus der marxistischen Produktionsweise hieß, je Beschäftigter stand ein Umsatz von ungefähr 66.000 D-Mark zu Buche. Damit erreichte der Chemnitzer Spinnereimaschinenbau knapp ein Drittel dessen, was in vergleichbaren Westunternehmen zur Norm gehört. Dazu kam die Altbausubstanz, die hier und etwa 90% der Volkseigenbetriebe das Erscheinungsbild prägte. Überblickend fehlt in diesem Film des MDR jeder Hinweis, dass in den 1930er und 40er Jahren Hartmann ein sehr leistungsfähiger Maschinenbaubetrieb war und erst ab 1945 durch Reparationen, aber im Wesentlichen durch die einsetzende VEB-Wirtschaft und den zunehmenden Abstand zum westlichen Niveau einsetzte. Dazu kommt ja noch, was auch viele wieder nicht wissen, die kleine DDR hat 83 oder 84% der Reparation für Deutschland bezahlt. Also nicht, das sind jetzt meine eigenen Worte, ne, zum Buch, nicht die Bundesrepublik und die DDR, sondern die kleine DDR hat diese 83 oder 84% der Reparationen für Deutschland bezahlt. Die DDR, hier sind die Fabriken abgebaut worden, komplette Fabriken, bis zur Entkernung, die Maschinen sind abtransportiert worden, die Lokomotiven, die Gleisanlagen. Und als Kriegsverlierer hat die Sowjetunion unser Land damals ausgeplündert. Und im Westen ist das eben nur ganz gering passiert. Und in der Bundesrepublik ist dann das Gegenteil passiert. Dort wurden die Milliarden des Marshallplans investiert. Und bei uns, Wanderer, als einer der größten Arbeitgeber, die E-Werke Chemnitz dann, die mussten plötzlich aus alten Metall Töpfe herstellen und statt Maschinenbau zu bauen. Und trotzdem ist dieser Aufbau dieser Generation unserer Großväter und Väter damals so gelungen, unter schwierigsten Bedingungen. Und jetzt stellt euch vor, nicht die DDR wäre ausgeplündert worden, wirtschaftlich und industriell, sondern die Bundesrepublik. Und die DDR hätte diese Marshall-Millionen erhalten. Als Metapher kann ich das weiterspinnen, was gewesen wäre, wenn, weil das hochinteressant ist, weil das die Potenziale zeigt. Dann wäre hier jetzt das Industriezentrum Deutschlands in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und nicht in Bayern, Baden-Württemberg und dem Ruhrgebiet. Und da würde vielleicht Dynamo Dresden in der Champions League spielen und Leipzig und wer auch immer und Bayern München vielleicht gerade in der dritten Liga herumdümpeln. So, das war's jetzt zum Buch vom Dr. Hermann Golle und bestimmten Zusammenhängen betreffend unsere Wirtschaft. Viele Grüße aus Chemnitz und Glück auf in dem Sinne.